Hallo ihr Lieben! Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stellen wir euch den Ring Fit Adventure vor von Nintendo. Der ist mega cool. Wir haben schon viel damit gespielt. Und heute wollen wir euch einfach mal zeigen, was man alles damit machen kann und wie sportlich man damit werden kann. Und da würde ich mal sagen, los geht's! Der Papa wird euch jetzt ein paar Sachen von dem Spiel erklären und dann geht's auch schon los. Ring Fit Adventure verbindet Fitnessübungen mit einem Abenteuerspiel. Man kann mit Hilfe seiner realen Bewegungen im Spiel Gegner bekämpfen und dabei noch fit werden. Im Abenteuermodus gibt es 20 verschiedene Welten mit über 100 Leveln, also kann man sich da schon ganz gut austoben. Und wie gesagt, die realen Bewegungen, die Fitnessübungen, die man macht, bekämpfen dann halt eben die Gegner. Das macht richtig viel Spaß und wir zeigen euch gleich, wie es geht. Es gibt verschiedene Spielmodi, wie zum Beispiel eben den Abenteuermodus oder den Einzelspielermodus, wo man einfach mal ganz schnell spielen kann. Oder eben auch den individuellen Modus, wo man sich auf sich selbst abstimmen kann, auf seine eigenen Übungen. Und natürlich auch Sets, wo man auf bestimmte Muskelgruppen das Ganze trainieren kann. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Also ich bin jetzt hier mal mit dabei, weil das ist ziemlich anstrengend, wenn man spielt und muss dazu noch was erklären. Und deswegen bin ich jetzt hier Erklärer von Luisa. Genau, Lisa hat schon ein bisschen was gespielt, deswegen ist sie schon ein kleines bisschen weit. Genau. So. Es wird auf jeden Fall immer alles total gut erklärt, was man machen muss. Also man kann da absolut gar nichts falsch machen. Genau, jetzt kann man hier so super schön durch die Welt laufen. Die ist wirklich super schön farbig dargestellt. Ja, da wird es ein bisschen anstrengend. Wenn man da durch so nicht lang läuft. Jawohl! Und hier die Münzen muss man halt immer einsammeln. Muss man sich dementsprechend halt dahin drehen. Und daneben erscheint dann immer das Männchen, was einem. Gut so! Hast du bei Problemen beim Ziel hast? Genau. Dann ja, die liegen auch die Münzen manchmal ganz einfach auf dem Boden. Das ist auch super schön hier. Laufen Tiere durch die Gegend, also ist richtig schön gemacht. Genau, und da sind diese okay, zwei. Wähle eine Übung. Die muss man jetzt besiegen. Und dazu kann man sich dann da unten gleich. Genau, erstmal kriegt man hier eine Anweisung, was man machen muss. Und los! Das richtige Schuss. Ganz feste Schuppen. Genau. Das ist noch ziemlich anstrengend. Spitze. Genau. Super. Aller Kraft. Ganz so schneller. Spitze. Super. Noch einmal. Perfekt. ABS-Abwehr, genau. Das muss man jetzt so gehen. Den Bauch stärker als die Arme. Dann muss man die auch bewegen. Super anstrengend. Übung zum Angreifen. Und genau, jetzt kann man sich das aussuchen, wo man die zwei kämpfen möchte. Den nehmen, den man möchte. Genau, und man kann sich halt die Übung, sage ich jetzt mal, kann man sich aussuchen. Du hast dich jetzt das da ausgesucht. Und los geht's. Halt beim Beugen der Beine atmen. Ganz toll. Super toll. Okay. Nach unten. Okay. Genau. Und so hoch. Oh, einer ist schon bekämpft. Weiter, wähle eine Übung. Ja, da sind halt verschiedene Übungen, genau. Das kann man sich so dann aussuchen, was man gerne macht. Die Stuhlhaltung, die ist schon sehr beruhigend und einfach. Ja. Langsam ja, beugen. Steht auch immer in der letzten Atemwahl. Also es wird dann wirklich alles komplett angezeigt. Und ist Sport und Spaß in einem. Du bist ein bisschen zu schnell. Ein bisschen langsam. Ja, das ist das war klasse. So, wir machen jetzt mal das Schnellspiel gleich. Genau, Einzelübungen. Schnellspiel. Und nochmal Einzelübungen. Brust, Rücken. Rücken. Spielen. Jetzt wissen wir auch, wie es geht. Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Okay.
Fertig? Los! Ziehen! Weiter! Klasse! Das ist auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Also für Sportler sicher nicht. Auch für so unsportliche nicht, ja. Also für Sportler ist das genau das Richtige, aber für nicht so Sportler. Ja, muss man sich halt reinfinden. Was ist? Ja. 63 Mal. So, nicht aufzeichnen. Dann kann ich eigentlich auch aufzeichnen, wenn man nicht. So, dann gehen wir mal hoch auf. Das ist zu viel. Da gibt es auch richtig coole Sachen. Was hast du gestern noch mal gemacht? Was war das gesehen? Ich habe Squat-Springer geholt und Turnliga. Da habe ich gespielt, aber Turnliga ist ein bisschen. Genau, mal. Okay, Squat, ja. Genau. Anfänger lieber. Ja, Experte ist dann, glaube ich, eher so ganz so, muss man so richtig so anpacken. Jetzt gehe für Hochsprünge tief in die Hocke und stehe wieder auf. Also tief in die Hocke. Und dann jetzt hoch. Jetzt, wenn du springen willst. Ah, okay, dann springe ich nicht. Genau. Gehe für kleine Sprünge leicht in die Hocke und stehe wieder auf. Leicht beugen und die Wunden aus. Nicht zu hoch. Ganz Münzen. Hoch. Genau, schnapp dir die Münzen. Münzen. Fertig. Jetzt geht's los. Los! Das ist gar nicht so einfach. Also wie gesagt, das habe ich noch nicht gespielt. Nur die anderen Sachen. Das geht in die Beine. Ich habe auch noch nicht gespielt, weil ich glaube, das ist wirklich zu extrem. Nee. Aber es klappt ja schon ganz gut hier. Vielleicht ist das sogar noch cooler. Ist auf jeden Fall cool, dass es so wie so ein Spiel ist, aber Sport zugleich, das finde ich halt cool. Ja, Sport. Punkte. Drei Schritt mit drei Schritt. Schwungvolle Bewegungen. Los. Bin ich so gut da drin? Los. Drücke deine Arme nach oben. Ja, man kommt schon aus der Puste, ne? Los. Man sagt, versuchen, 100 Punkte zu erreichen. So, das war's mit unserem kleinen Ringfit Adventure Video. Wir werden gleich auf jeden Fall eine Runde weiterzocken. Und vorher haben wir noch eine kleine Verlosung für euch. Was heißt eine kleine Verlosung? Eine Mega-Verlosung von euch. Wir sind richtig froh, dass wir das verlosen dürfen. Da-da-da-da! Wir dürfen das Spiel dreimal verlosen. Und was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent unseres YouTube-Kanals sein, Abonnent unseres Instagram-Accounts sein und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann posten wir ein Foto, genau wie wir jetzt hier sitzen, bei Instagram. Darunter schreibt ihr einfach ein nettes Kommentar. Und die Verlosung geht bis zum 13.09. bis 18 Uhr. Dann losen wir das Ganze aus und dann schreiben wir euch an. Also schreiben wir die Gewinner an und dann müsst ihr euch innerhalb von 2 Tagen bei uns melden. Ist das nicht der Fall, losen wir es einfach nochmal neu aus, weil es sonst sehr unfair den anderen gegenüber ist, weil ich bin teilweise den Gewinnern 1-2 Wochen hinterhergelaufen, habe sie immer wieder angeschrieben. Deswegen vergesst bitte nicht, in euer Postfach zu gucken. Weil es könnte sein, dass ihr gewonnen habt. Das wäre echt schade, wenn wir dann nochmal neu auslosen müssten. Ja, und wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück und hoffen, ihr freut euch sehr darüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.